Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Genre im Fokus. Ja, und die heutige Folge ist mal wieder vollgepackt mit neuen Escape-Raum-Spielen. Und ich würde sagen, damit wir keine Zeit verlieren, beginne ich direkt mit Escape the Room, das verfluchte Puppenhaus. Escape the Room, das verfluchte Puppenhaus, ist von den Autoren Rebecca Bleu und Nicolas Cravotta. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 13 Jahren, dauert ca. 120 Minuten und ist bei Ravensburger unter der Marke ThinkFun erschienen. Ja, zu dem verfluchten Puppenhaus gehört natürlich dieses verfluchte Puppenhaus. Ich zeige es euch mal kurz. Da ist eigentlich noch viel mehr Material drin. Ich will aber nicht zu viel spoilen, deswegen stelle ich schnell wieder was davor. Also ihr konntet es jetzt, wurdet jetzt nicht gespoilt dadurch, weil es liegen eh Materialien drin, aber natürlich manche verändern sich ein bisschen. Deswegen zeige ich euch nicht zu lange. Und das erstmal finde ich richtig klasse, dass eben dieses Material da dabei ist, dass es wirklich ein Puppenhaus ist. Da stehen Sachen drin, wir haben die verschiedenen Räume des Puppenhauses und müssen uns so durch die verschiedenen Räume durchrätseln. Von der Rätselqualität muss ich sagen, es gab Rätsel, die fand ich richtig cool, die waren überraschend, die waren spannend, die haben Spaß gemacht. Es gab aber auch ein paar Rätsel, die waren eher so Fleißarbeit oder die waren so merkwürdig oder dann... Die waren erstmal, konnte man sie nicht lösen und dann hätte man andere Sachen dazu finden müssen, die man zwar schon sehen konnte, wo man aber nicht gedacht hat, dass sie zu diesem Rätsel gehören und wo es auch keine Hinweise dazu gab, dass die eben dazugehören. Und das war so ein bisschen merkwürdig, wo wir dann im Nachhinein gesagt haben, aha, okay, das hätte uns jetzt helfen sollen, ja, wären wir auch... so nie drauf gekommen, auch jetzt, wo wir es wissen. Also es war sehr unterschiedlich von der Rätselqualität und was ich bei dieser Art von Spielen immer schade finde, also zum Glück steht nur noch drauf 1 bis 4 und nicht mehr 1 bis 8 Personen, aber wir haben es jetzt zu zweit gespielt und uns nebeneinander gesetzt und das würde ich hier auch empfehlen, weil wenn ich mir vorstelle, da sitzen noch 2 Leute mehr und dieses Puppenhaus ist ja gerade ganz eindeutig eine vordere Seite und man will das jetzt auch nicht die ganze Zeit immer hin und her drehen. Deswegen würde ich es, glaube ich, maximal zu dritt spielen und alle 3 auf eine Seite setzen, weil man muss da permanent reingucken. 4 stelle ich mir da ein bisschen viel vor, außer es sind Kinder dabei, die auf dem Schoß sitzen oder so. Aber ich fand 2 war dafür eine sehr, sehr gute Spieleranzahl. Also insgesamt würde ich sagen, so Mittelmaß, aber es besticht eben durch die Aufmachung und so weiter. Und es dauert auch, es steht 2+ Stunden drauf. Also wir haben schon auch diese 2 Stunden gebraucht, weil eben auch so ein paar Rätsel dabei waren, die eben eher so Fleißaufgaben waren, für die man einfach, wenn man weiß, wie es geht, trotzdem lange braucht, sie zu lösen. Genau, also so würde ich sagen, war so ein Mittelmaß. Ja, dann mache ich weiter mit der neuesten Unlock-Box und diesmal zum Thema Star Wars. Star Wars Unlock ist von den Autoren Cyril Demack und Jason Little mit Illustrationen von Mercedes Oppheim. Es ist für 1 bis 6 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 60 bis 90 Minuten pro Fall und ist bei den Space Cowboys erschienen. Bei der Star Wars Unlock Box merkt man ganz eindeutig, dass es eben für Star Wars Fans gemacht ist und nicht für die Leute, die dauernd Escape Räume spielen oder eben diese Art von Spiele gut kennen, weil es ist ein Einsteigerniveau. Das ist überhaupt gar kein Nachteil, weil ich finde es schön, es bietet einen Einstieg für die Leute, die sich eben noch nicht so mit dem Genre auskennen, weil es auf einem sehr niederschwelligen Niveau gemacht ist. Es gibt hier im Gegensatz zu den anderen Unlocks so Vorteilskarten, die man am Anfang bekommt, die helfen einem während des Spiels. Für uns haben die zum Beispiel nichts gebracht, weil wir kamen gut auch ohne zurecht, aber eben für Leute, die das zum ersten Mal spielen, ist das toll, weil dann haben sie nochmal so ein paar Tipps mit an der Hand, woran sie sich orientieren können und deswegen finde ich das toll, dass die das hier gemacht haben. Und was auch wirklich gut gemacht ist, es gibt ein Lösungsheft, da steht alles nochmal drin, wie man hätte drauf kommen können und so weiter, sodass man als Neuling auf dem Gebiet der Escape-Raum-Brettspiele, dass man da eben einen tollen Einstieg findet und vielleicht ja auch Geschmack daran findet, sodass man dann sich weitere Räume anschaut und vielleicht auch noch zum Brettspieler wird. Also das finde ich eine tolle Sache und wer Star Wars gut kennt, der fühlt sich hier gut aufgehoben. Man spielt schon einen Teil der Geschichte nach und das eben über die gewohnten 3 Fälle. Und für uns waren die Fälle recht einfach.
weil wie gesagt, das ist eben so ein Einstiegsniveau, aber sehr stimmig. Wir hatten nur bei einem einzigen Rätsel, da war es wirklich so, dass wir nicht drauf kamen und auch im Nachhinein gedacht haben, okay, dieser Mechanismus, den man dafür gebraucht hat, der wurde nicht erklärt und wir haben einfach nicht gedacht, dass das erlaubt ist. Das war ein bisschen ungünstig hier. Aber wie gesagt, es gibt das Lösungsheft, da konnten wir nachgucken, da konnten wir eben gleich mal testen, ob das was taugt und es taugte was und haben dann auch verstanden, okay, ja gut, wir haben halt nicht gedacht, dass man das darf, aber vielleicht, weil wir eben so tief in dieser Thematik schon drin sind, in diesen Escape-Räumen, kamen wir deswegen nicht drauf, weil normalerweise muss man dann erst rausfinden, dass so ein Mechanismus geht und hier kommen vielleicht Neulinge gar nicht drauf, dass es eben nicht gehen könnte. Von daher wirklich eine runde Sache für Star Wars Fans, grandios, wieder toll umgesetzt mit der App. Man merkt eben auch, dass es für Einsteiger ist daran, dass man nicht die gewohnte Unlock-App nimmt, sondern es gibt eine extra Star Wars Unlock-App, die man neu runterladen kann, sodass es eben für sich tatsächlich so einen tollen Einstieg in das Genre bietet. Und eben für die Leute wie uns, die viele Escape-Räume spielen, die aber Star Wars sehr mögen, war es trotzdem toll und hat viel Spaß gemacht, weil man eben in diese Atmosphäre reingezogen wird. Also von daher für mich auch wieder eine dicke Empfehlung und eine schöne, gelungene Box. Ja, dann mache ich weiter mit Escape-Raum, das Spiel Duo Horror. Escape Room Duo Horror sind zwei Escape Rooms für 2 bis 3 Spieler ab 16 Jahren, die jeweils etwa 60 Minuten dauern und sind bei Norris erschienen. Ja, hier in dem Escape Room, das Spiel Duo, da sind wieder 2 Fälle und ein kleines 15-minütiges Tutorial drin. Es hat wieder diesen sogenannten innovativen Faltmechanismus, den ich ja schon beim letzten Mal gar nicht so prickelnd fand. Weil man hat halt erst dieses Kleine und das faltet man dann auf und wenn man es praktisch, man braucht dann den typischen Escape Room Code aus 4 verschiedenen Zahlen, Buchstaben, Dreiecken, Symbolen und kann die wieder in den Chrono-Decoder stecken oder stattdessen die App benutzen. Und wenn man da eben eine Code-Kombination gefunden hat, dann darf man es praktisch weiter aufklappen. Manchmal braucht man aber auch Sachen, die auf der vorherigen Seite waren, dann klappt man es wieder zu und klappt da so ein bisschen rum und eigentlich ist es als Reiseedition gedacht. Allerdings muss ich sagen, das funktioniert gar nicht so gut auf Reisen, weil trotzdem so ein paar Standsteile da drin sind, die man dann ausstanzen muss und die man zum Beispiel neu zusammenlegen muss oder wie auch immer, mit denen man etwas tun muss. Und wenn ich mir vorstelle, dass man dann das schon etwas weiter ausgefaltet hat und im Zug sitzt und dann so kleine friemelige Teile noch irgendwie auf dem Plan verteilen muss, dann ist das, finde ich, gar nicht so reisegeeignet. Also wir haben es, im Moment reist man ja eh nicht so, deswegen haben wir sowieso zu Hause gespielt. Da ging das dann. Ich muss sagen, es ist ab 16 und das ist auch gut so. Es heißt ja auch Horror und es ist auch Horror, also die Story ist nicht ganz ohne. Deswegen würde ich es nicht mit unter 16-Jährigen spielen, aber für uns natürlich kein Problem. Wir sind ja über 16 und von daher haben wir Spaß dabei gehabt, diese Fälle zu lösen. Allerdings muss ich sagen, in beiden Fällen war jeweils ein Rätsel drin, was nicht lösbar ist. Und zwar in dem einen, da ging was mit Farben. Der Plan war aber so dunkel, dass wir gar keine Farben erkennen konnten. Also da bin ich der Meinung, das ist ein Druckfehler, dass der einfach dunkler geraten ist, als sie sich das gedacht hatten. Und deswegen konnte man es einfach nicht erkennen. Wir wussten, was zu tun ist, aber weil der Plan eben zu dunkel war, war das für uns nicht lösbar. Und bei dem anderen Fall, da war eine Sache, die, da war unserer Meinung nach ein Fehler in der Aufgabe drin. Wir haben dann die Lösung geschaut und also man kann auch hier, das ist ganz gut, diesmal online, die Lösung nachschauen, wie es gemacht werden sollte. Und wir waren der Meinung, nee, so steht es da aber nicht, da steht was anderes. Also in beiden Fällen leider so ein Fauxpas drin, der dann natürlich leider aufs Gemüt schlägt und auch dazu führt, dass es eben nicht so viel Spaß macht, weil man möchte schon
wenn man so sich durchrätselt, auch ein sauber designtes Spiel haben, weil das kostet dann immer so sehr viel Zeit, weil man erstmal natürlich denkt, okay, wir haben was übersehen oder wir haben einen Mechanismus nicht gefunden oder wir haben die Stelle übersehen oder wir haben uns vertan, ja, und dann probiert man und probiert und es geht nicht und dann liest man nach und denkt so, ja toll, wir hätten es ja gar nicht lösen können. Und das fand ich schade, dass das wirklich hier in beiden Fällen so ein Patzer drin war, der uns dann eben auch den Spielspaß genommen hat. Und was wir hier halt auch manchmal hatten, war, dass wir eigentlich das Rätsel gelöst hatten, aber dann trotzdem nicht wussten, wie wir das jetzt in diesen Chrono-Decoder bzw. die App eingeben sollten. Also wir wussten, das und das ist die Lösung, aber dann das von der Lösung in diese Schlüssel, die man da hat, umzusetzen, dieser Schritt fehlte uns. Und der war auch manchmal, wie wir zumindest fanden, nicht ganz klar. Und das war auch ein bisschen schade. Und das in Kombination mit eben diesem Faltmechanismus, der, es ist halt wirklich so, das klappt dann wieder ein bisschen zusammen und dann muss man wieder nachfalten. Und auch hier, es ist ja explizit auch besonders geeignet für zwei Leute. Das stimmt auch, weil man sitzt am besten auch wieder nebeneinander, um eben beide von der gleichen Seite gucken zu können. Das geht dann schon gut, aber es ist eben, mir sind die großen Escape Room Boxen, die dann wirklich auch mit dem Chrono-Decoder und so sind, also die normalen in Anführungsstrichen, sind mir deutlich lieber, weil da kann jeder das Material in die Hand nehmen. Der eine kann hier schon mal probieren, der andere hier, während eben bei dem doch sehr kompakt eben dieser Plan im Mittelpunkt steht und alle auf den starren. Und ja, es ist einfach nicht so stimmig in sich wie die anderen Fälle. Deswegen würde ich immer die anderen Fälle vorziehen. Ja, dann kommt jetzt was Neues, nämlich Quizscape. Quizscape ist ein Spiel vom Autor Arno Steinwender mit Illustrationen vom Kreativbunker. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und ist beim Moses Verlag erschienen. Quizscape vereint 2 Genres, nämlich einmal die Escape-Räume und einmal Quizspiele. Es ist auch von Arno Steinwender, der ist ja bekannt dafür, dass er eben Quizspiele macht. Und jetzt hier eben so eine Kombination. Im Moment seht ihr noch gar kein Spielmaterial, weil ich wollte euch das mal zeigen, weil die Box ist so Teil des Spielmaterials. Die hat wieder diesen so einen tollen Magnetmechanismus, den wir beim Moses Verlag schon öfter hatten, die wirklich immer tolles Material haben. Und hier eben auch. Und wir haben, wie beim Kneipenquiz, hier diese Schubladen. Und wir beginnen mit Fall 1 und da dürfen wir erstmal hier so diese halbe Schublade aufmachen und bekommen dann hier so ein bisschen Material und Karten. Es gibt kleine und große Karten und das ist dann unser Fall. Hier sind 3 Fälle drin. Der erste, der dreht sich rund um Sherlock Holmes, der zweite rund um Cleopatra und beim dritten geht es um Da Vinci. Und was ich ganz witzig gemacht finde, wir haben hier so eine Uhr, die stellen wir ein auf die Zeit, praktisch von da, wo wir angefangen haben, auf 1 Stunde später. Und je nachdem, ob wir was richtig gelöst haben oder nicht, können wir Zeit dazu gewinnen oder verlieren. Und das stellen wir mal auf der Uhr ein. Und wenn wir fertig sind, überprüfen wir dann, ob die Uhrzeit, die dann hier steht, ob wir die überschritten haben oder unterschritten. Und entsprechend gut oder schlecht haben wir eben den Fall gelöst. Und von der Story her ist es eigentlich das gleiche wie Time Stories. Wir sind in so einer Time Agency und müssen in die Vergangenheit reisen, deswegen auch diese 3 ganz unterschiedlichen Settings und in der Vergangenheit eben so einen Zeitriss wieder gerade rücken, damit die Story eben oder die Geschichte so, wie sie damals war, dann eben auch fortschreiten kann und nicht durch was anderes gestört wurde. Und ich muss sagen, ich fand die Kombination aus den Genres spannend, muss jetzt aber nach den 3 Fällen sagen, für mich ist es ein Quizspiel und kein Escape-Raum-Spiel. Denn die Quizfragen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, aber geschätzt waren für mich 70-80% Quizfragen und 20-30% Rätsel. Und die Rätsel waren aber oft auch so ein bisschen, ja, kenne ich schon aus dem anderen oder kenne ich schon daher oder ach, das ist so ein ganz klassisches Rätsel. Das macht schon durchaus auch Spaß, die zu lösen. Also so ist es nicht. Die waren auch gut durchdesignt. Also man konnte auch alles lösen an den Rätseln. Aber es ist halt, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, boah, das war jetzt aber innovativ.
Und ja, bei den Rätseln waren die meisten Rätsel auf den Karten mit drauf und ein bisschen was eben hier auch auf der Schachtel. Und aber die Schachtel hat halt das hier und die beiden Schubladen und mehr ist da ja auch nicht und es sind eben drei Fälle. Das heißt, so viel kann ja auch gar nicht auf der Schachtel drauf sein. Genau, von den Quizfragen her, da muss ich sagen, wenn man zum Beispiel von Sherlock Holmes keine Ahnung hat, dann wird man 80% der Quizfragen nicht beantworten können. Wenn man von Cleopatra keine Ahnung hat, dann wird man 80% oder vielleicht 70% ein bisschen was kann man vielleicht sich noch herleiten, aber dann wird man einen Großteil nicht beantworten können. Also immer Sherlock Holmes und die Zeit und Welt, in der er gelebt hat. Wenn man davon aber keine Ahnung hat, wann er jetzt ungefähr gelebt hat, weil man zum Beispiel noch nie was von Sherlock Holmes gehört hat, dann wird man keinen Spaß daran haben, weil sich alle Rätselfragen rund um Sherlock Holmes drehen. Und bei uns war es so, natürlich kennen wir Sherlock Holmes und Cleopatra und Da Vinci, wir sind aber jetzt keine Experten auf dem Gebiet, keine Historiker, keine Geschichtslehrer oder ähnliches und kannten alles drei so ein bisschen und hatten dann halt, sind oft die Fragen, entweder man weiß es oder man weiß es nicht, da ist nicht viel Spielraum. Es gibt bei manchen Fragen dann ABC, die ABCD als Antwortmöglichkeiten, da kann man dann halt vielleicht noch so, okay, das kann es nicht sein, das auch nicht, 50-50 und dann rät man halt. Und bei ein paar muss man aber auch einfach wissen, weil da steht gar nichts dran, wie heißt das denn das? Keine Ahnung, oh, 3 Minuten verloren. Das heißt, dieses Spiel ist gut geeignet für die Leute, die sich eben für diese drei Themen interessieren. Und da finde ich es ein bisschen schwierig, weil die ja so unterschiedlich sind. Da muss man schon irgendwie vielseitig interessiert sein, um auch das Gefühl zu haben, okay, ich weiß da richtig viel. Und dann eben vom Escape-Raum her ist es für mich eigentlich, wie gesagt, kein Escape-Raum. Es sind Quizfragen angereichert mit ein paar wenigen Rätseln. So würde ich das eher sehen. Das heißt, es ist eher für die Liebhaber des Quiz-Genres als für die Liebhaber des Escape-Raum-Genres. Und wer beides mag, ist hiermit gut bedient, wenn ihn eben diese Themen auch interessieren. Weil ohne dass einen die Themen interessieren, wird es schwierig, weil dann hat man hieran auch keine Freude. Ich finde es mal einen interessanten Versuch. Allerdings, wenn ich mich auf ein Escape-Raum-Spiel gefreut habe und ich hatte gehofft, dass es eben mehr in die Escape-Raum-Richtung geht, weil ich eben mehr der Escape-Raum wieder Quiz-Fan bin, das hat dann eben entsprechend nicht geklappt. Hätte ich aber vorher gewusst, es ist ein Quiz-Spiel, was mit Rätseln angereichert ist, deswegen sage ich euch das jetzt hier so explizit, dann wäre ich mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen und von den Fragen her und von den Themen her ist es wirklich gut umgesetzt. Auch von der Story ist es, das ist eine schöne Story außenrum gebaut, wieso man das jetzt macht und wie man sich jetzt da fühlt und was man genau tut eben in der Vergangenheit. Das ist alles sehr sauber designt und auch die Fragen, die machen alle Sinn und so weiter eben in dieser Welt. Aber man muss sich halt ein bisschen auskennen und das muss man einfach vorher wissen und sich darauf einlassen. Und dann ist es ein gut designtes Spiel, aber man darf es eben nicht als Escape-Raum sehen, weil dann hat man hier ein kleines Problem. Ja, dann mache ich jetzt weiter mit Escape Disturbia. Escape Disturbia – Gefahr in den Docks ist ein Spiel für 1-8 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 120 Minuten und ist bei Homunculus Spiel erschienen. Escape Disturbia – Gefahr in den Docks, das ist ja wieder ein Escape-Raum, der auch mit App funktioniert. Und hier muss ich sagen, die App ist richtig klasse gemacht. Die einzelnen Leute sind vertont, es kommt eine richtige Stimmung auf, wir haben diese Stimmungsmusik und die ist richtig gut gemacht. Das Einzige, was so ein bisschen sperrig bei uns war, ich glaube aber, das lag daran, dass wir so einen grünen Hintergrund haben, man muss manche Karten einscannen und bei uns hat er permanent falsche Karten erkannt. Aber zum Glück kann man dann auch einfach händisch sagen, wie die Kartennummer ist und dann geht es genauso gut. Das war das Einzige, aber das hat uns jetzt nicht größer gestört. Aber ansonsten richtig großes Kompliment an die App, weil eben jeder einzelne von den Leuten, die vorkommen, vertont ist, alles wird gesprochen und
das macht natürlich auf jeden Fall was her. Und ich muss auch sagen, mir hat ja der letzte Fall nicht ganz so gut gefallen wie jetzt der erste. Diesen hier fand ich wieder richtig klasse. Es sind tolle neue Rätselsachen dabei, die ich so auch noch nicht kannte. Es gab auch ein paar Sachen, wo ich dachte, ja, okay, die habe ich schon mal so gesehen, aber sie waren eben neu aufbereitet, sie waren mit dem Material gut aufbereitet. Ich finde es auch schön, hier ist man ja immer in der gleichen Welt, man spielt immer die gleichen Ermittler. Das ist einfach so ein schönes, rundes Ding, was mir gut gefällt. Und hier eben vom Fall her, den fand ich auch wieder sehr schön stimmig und man ist tief in diese Welt eingetaucht. Das Einzige, es gibt ein riesengroßes Endrätsel. Das ist ja oft so, dass es zum Finale nochmal ein etwas größeres Rätsel gibt. Bei Exit zum Beispiel ist das auch häufig so. Und das fand ich hier, das brauchte fast den ganzen Tisch vom Platz her. Das ist jetzt auch kein Spoiler, weil es wird genau gesagt, was man tun soll. Und war dann so gigantisch groß, wo ich gedacht habe, naja, das hätte man jetzt nicht so riesig gestalten können. Die Hälfte hätte es auch getan, das hätte den gleichen Effekt gehabt. Aber gut, kein Beinbruch, aber ja, es war gigantisch groß. Also wenn man das unterwegs auf einem kleinen Tisch spielen will, das funktioniert hier nicht. Aber ansonsten wirklich hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte viel Spaß. Wir haben auch, es stehen 2 Stunden drauf. Ich glaube, wir haben zwischen 1,5 und 1,45 etwa gebraucht. Ich habe nicht mehr genau die Zeit im Kopf. Und hatten wirklich einige Aha-Momente, wo wir gesagt haben, ach, das war ja cool. Wir haben es allerdings zu zweit gespielt. Es wird bis 8 Spieler empfohlen. Ich würde es nicht zu 8 spielen. Macht man ja aktuell sowieso nicht, aber auch generell. Die sagen, je mehr, also man kann am Anfang nimmt man eine gewisse Anzahl Ermittler mit, es muss nicht pro Person einer sein, man kann sich das aussuchen, es sind zwischen 2 und 8 Ermittlern, die man mitnimmt. Die sagen, daran hängt sich der Schwierigkeitsgrad auf, weil es gibt Karten, da ist immer so ein kleines Symbol von den Ermittlern und die sagen dann in der App was dazu. Allerdings muss ich sagen, diese Hinweise in der App, die man von den Ermittlern bekommt, die sind eigentlich nicht so, dass es einem das Spiel erleichtert. Die sind entweder so offensichtlich, dass es gar nichts bringt, oder einfach so ein nettes Gimmick, ja, weil sie eben so einen Stimmungstext einsprechen. Aber das sind eigentlich keine Hints auf die Rätsel. Deswegen finde ich es Quatsch zu sagen, wenn man alle 8 mitnimmt, dann ist das total einfach. Und wenn man nur 2 mitnimmt, ganz schwierig. Sondern wenn man, also wir hatten jetzt 4 dabei, aber ich finde, wenn man 8 mitnimmt, dann hat man noch ein bisschen mehr Stimmung einfach drin, weil die Ermittler eben, man hat mehr Ermittler, die dann auch was sagen. Aber dass sich daran der Schwierigkeitsgrad aufhängt, das finde ich nicht, weil sie eben nicht bei den Rätseln helfen. Aber gut, dass so Schwierigkeitsgrade sind eh ein bisschen schwierig einzustufen, weil manchmal kommt man einfach super schnell drauf, wo sich die Entwickler gedacht haben, ach, das ist aber schwierig. Und manchmal ist es eigentlich ein total einfaches Rätsel und man hat so einen Hänger. Von daher ist es immer schwierig, so einen Schwierigkeitsgrad festzulegen. Aber hier muss ich sagen, ich würde sogar empfehlen, alle Ermittler mitzunehmen, einfach damit man diese Stimmungstexte hat. Und es ist trotzdem nicht super leicht, so wie es dann in der Anleitung steht. Aber den kann ich wirklich empfehlen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann mache ich jetzt weiter mit dem zweiten Break-In-Fall, nämlich Area 51. Break-In Area 51 ist ein Spiel vom Autor David Jakos mit Rätseln von Nicolas Cravotta und Rebecca Bleu und mit Illustrationen von Steve Doner. Es ist für 1 bis 6 Spieler ab 12 Jahren, dauert ca. 120 Minuten und ist bei Schmidt Spiele erschienen. Aber Break-In hatte mir ja der erste Raum nicht so gut gefallen, weil er viele von diesen Rätseln hatte, die so, ja, sich ein bisschen wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme angefühlt hat. Und ich bin wirklich sehr positiv überrascht, dass dieser Fall hier deutlich besser ist und eine deutlich höhere Rätselqualität hatte wie der letzte. Ich finde ihn von der Story sehr gut, sehr gelungen. Es ist ein bisschen abgedreht. Wir haben allein schon hier vom Material, das kann man zeigen, weil die werden direkt am Anfang ausgelegt. Hier so abgefahrene, spacige Kühe. Man hat hier so sein Tasch-Ehen-Messer, was allein schon vom Wortspiel her witzig ist. Und
wieder wie auch beim ersten Fall funktionieren die Rätsellösungen gleich. Man braucht immer eine Farbe, man braucht eine Zahl und man braucht ein Symbol und muss das irgendwie kombinieren. Und wenn man dann 2, 3 Rätsel gelöst hat, dann wird irgendwann gesagt, man darf jetzt die äußere Schicht lösen und dann klappt sich das Ganze auf und man kommt praktisch einen Raum weiter innen, das heißt auch Break-In, und hat dort wieder ganz neues Material. Auch hier würde ich sagen, es steht drauf 1 bis 6 Leute. Schon zu zweit ist es natürlich so, dass es sehr unübersichtlich ist, weil auch im Inneren natürlich wieder was Dreidimensionales ist, weil man muss das ja wieder aufklappen können. Und man dadurch sehr oft außen rum gucken muss. Da ist aber dieses riesen aufgeklappte Ding. Und es kann eigentlich immer nur einer so richtig gut gucken, weil der muss es in die Hand nehmen und drehen. Und wenn ich mir vorstelle, mit 6 Leuten, dann haben 4 nichts zu tun. Einer hat das Ding in der Hand und ein zweiter vielleicht noch die Karten, die er vorliest. Und die anderen sitzen halt rum. Deswegen, also ich würde es niemals zu 6 spielen. Zu 2 ist eine gute Spieleranzahl. Zu 3 geht es auch noch, aber mehr würde ich hier nicht machen. Wir haben so 1,5 Stunden gebraucht. Das fand ich eine gute Zeit. Von der Rätselqualität, es waren überraschende Sachen dabei. Das fand ich sehr gut. Es waren auch ein paar Rätsel dabei, wo wir gesagt haben, ja, es war jetzt okay. Wir mussten auch 1-2 Mal die Hilfe in Anspruch nehmen. Einmal, da war so ein Rätsel, da hat man, das kennt man eigentlich, so viele Aussagen, die sich aufeinander beziehen und man muss dann so per Ausschlussverfahren auf irgendeine Lösung kommen. Und wir sehr analytisch an sowas rangehen, fanden, dass eine Information gefehlt hat, die einfach vorausgesetzt wurde, die aber für uns als jemand, die das dann eben ganz genau nehmen, nicht gegeben waren. Und somit war das Rätsel unlösbar. Das ist wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht sehr analytisch rangeht, sondern nur so ein bisschen, das nur nimmt, was da steht und sich keine weiterführenden Gedanken macht, kann es passieren, dass man gar nicht darauf kommt, dass es anders sein könnte. Aber wir, da wir tief analytisch rangegangen sind, haben gesagt, nee, also diese Aussage müsste da eigentlich stehen, um das ausschließen zu können, um das lösen zu können. War halt nicht, da mussten wir dann halt die Lösung bemühen und haben halt gesagt, naja, eigentlich so, wie es jetzt hier gesagt wird, steht es da leider nicht. Aber alle anderen Rätsel, damit kamen wir zurecht oder mussten tatsächlich den ersten Hinweis angucken und haben es dann lösen können. Und das hat schon Spaß gemacht. Also das fand ich wirklich, da war ich wirklich froh drum, weil den ersten fand ich wirklich gar nicht gut. Aber der hier, da hatte ich viel, viel mehr Spaß und war viel gefesselter und eben viel angetaner als jetzt vom ersten. Und das Einzige, was noch so ein kleines bisschen nervig war, wir hatten ja dieses Tasch-En-Meter-Messer. Und ihr seht, das hat diese Rotfolie und damit liest man praktisch die Hinweise, die so rot verpixelt sind praktisch. Wenn man das drauflegt, dann kann man es lesen. Das ist allerdings ein bisschen zu klein für die Karten. Also ich kann das ja mal so, man sieht schon, so richtig passt es nicht, sodass man das dann immer, anstatt es drauf zu lesen, legen und zu lesen, musste man es immer so mitfahren. Das fand ich, da hätte ich mir gewünscht, dass sie es einfach 1 Zentimeter länger gemacht hätten, dann wäre es gut gewesen. So war es ein bisschen friemelig, aber es ist ja, wie gesagt, nur für die Hinweise und im besten Fall braucht man die ja gar nicht. Ja, aber wie gesagt, positiv überrascht bin ich darüber und hatte viel Spaß beim Lösen und fand es schön, dass diesmal auch die dreidimensionalen Sachen noch ein bisschen besser eingesetzt wurden wie beim letzten und eben nicht nur zum Runterklappen gemacht waren, sondern eben auch, dass das Dreidimensionale als solches auch Sinn machte. Und das fand ich hier richtig schön und dazu eben so eine abgefahrene Story, die auch ganz witzig war. Hat mir also deutlich besser gefallen wie der erste. Ja, und abschließen möchte ich noch mit dem neuesten Exit-Fall. Exit, das verfluchte Labyrinth, ist ein Spiel von den Autoren Inka und Markus Brandt mit Illustrationen von Michael Menzel. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 45 bis 90 Minuten und ist bei Kosmos erschienen.
Das verfluchte Labyrinth ist ein Einsteigerfall, das heißt, es ist wieder von den Rätseln her sehr linear aufgebaut. Wir gehen dieses Buch wieder von Seite für Seite durch und haben viel Story. Natürlich befinden wir uns, das heißt ja auch das verfluchte Labyrinth, wir befinden uns in einem Labyrinth und wollen rausfinden und kommen dann eben immer wieder an Kreuzungen, an verschiedene Hindernisse und müssen dort eben ein Rätsel lösen. Und ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu sagen. Es ist einfach genial durchdesignt. Wir hatten keinen einzigen Lösungshinweis gebraucht. Wir kamen mit der einen Stunde sehr, sehr gut hin. Ich glaube, wir haben etwa 45 Minuten gebraucht. Wir wussten zu jeder Zeit, was zu tun ist. Haben trotzdem an manchen Rätseln natürlich länger gebraucht, bis wir es raus hatten, haben aber immer gedacht, ah ja, cool, ah, und dieser Hint, der war es, der uns weitergeholfen hat. Also auch jetzt im Vergleich, wir haben jetzt 7 Fälle gesehen und die mir alle mehr oder weniger gut gefallen haben. Und ich habe eigentlich bei fast jedem Fall gesagt, es war ein Rätsel dabei, wo wir irgendwie Schwierigkeiten hatten, wo wir einen Lösungshinweis gebraucht hatten und so weiter. Und daran sieht man wieder die Qualität von Exit, weil da braucht man das nicht. Und selbst wenn man mal nicht weiterkommt, auch bei den Profi-Varianten, die ein bisschen schwieriger sind von den Rätseln, dann liest man den Hinweis und denkt, ja klar, da hätte man ja drauf kommen können. Also es ist einfach nochmal eine Spur besser designt wie alle anderen. Das muss ich hier ganz klar sagen. Und obwohl es mit Abstand die meisten Exit-Fälle gibt im Vergleich zu allen anderen Anbietern, sind die so auf einem hohen Niveau, das muss man einfach nochmal hervorheben. Es macht so viel Spaß, diese Exit-Rätsel zu machen, weil man immer das Gefühl hat, boah, und die haben wieder die Box eingesetzt und wieder auf so eine tolle Art und Weise und wieder haben sie sich was Neues einfallen lassen, was man aus dieser kleinen Schachtel rausholen kann. Und wieder hat man da einfach das Gefühl, ja, da wurde sich Gedanken gemacht, die haben alle Rätsel gut getestet, es ist alles lösbar, es ist stimmig, die haben sich eine tolle Story einfallen lassen. Also ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Wirklich, es macht so viel Spaß, diese Exit-Fälle zu lösen und man hat da einfach immer so ein gutes Gefühl dabei und so ein positives Gefühl und hinterher denkt man, wow, das war aber eine tolle Stunde, die man hier verbracht hat. Und also ganz, ganz, ganz großes Kompliment nochmal an Inka und Markus Brandt, dass sie es schaffen, diese Reihe hier auf so einem enorm hohen Niveau zu halten. Und man sieht ja an den anderen Anbietern, wie schwierig das ist und wie viel Mühe das ist und wie viel Arbeit da drin steckt in jeder einzelnen dieser kleinen Boxen, dass das eben so eine gute Qualität sein kann. Und hier wirklich, also ich kann nur sagen, toll, 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 dieser Fall. Richtig schön, richtig stimmig und eben toll eingebettet in dieses Labyrinth-Feeling. Und man freut sich dann, wenn man raus ist und einfach das Gefühl hat, cool, wir haben coole Rätsel gelöst. Es hat Spaß gemacht, darauf zu kommen. Wir waren trotzdem herausgefordert, auch wenn es ein Einstiegsfall ist und hatten einfach eine tolle Zeit dabei. Ja, und somit möchte ich abschließen mit diesem Genre im Fokus. Es waren 7 Anbieter. Ihr merkt, es gibt jede Menge Escape-Räume. Auch wieder neue Anbieter, neue Ideen, wie hier mit Quizscape zum Beispiel. Und ich habe nach wie vor Spaß beim Rätseln und ich glaube, das wird auch noch eine Weile andauern. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffe natürlich, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, spiel doch mal.